Indianer. Darf man das noch sagen? Ja, sagen Sie. Das ZDF, das sagt nein. Rassismus. Ja, das ZDF geht sogar noch einen Schritt weiter und kreiert neben dem bereits bekannten N-Wort jetzt auch das I-Wort, um bloß nicht mehr das Wort Indianer in den Mund zu nehmen. Ja, schauen Sie sich diesen Beitrag mal an hier. Das postet die ZDF-Heute-Sendung unter einer Facebook-Diskussion zum Beitrag über das vom Markt genommene Winnetou-Buch. Da steht also, bitte achten Sie darauf, das I-Wort in der Kommunikation zu vermeiden, da wir rassistisch geprägten Begriffen keine zusätzliche Plattform geben möchten. Also nicht mal, wenn Sie dem ZDF schreiben und das wird veröffentlicht, dann dürfen Sie auch nicht mehr Indianer schreiben, sonst wird das einfach gelöscht beim ZDF heute. Dann wird der ganze Beitrag rausgelöscht. Die Winnetou-Affäre, die hat längst ganz Deutschland erfasste Diskussionen über völlig übertriebene politische Korrektheit. Unser Kindheitsidol, der Apachenhäuptling Winnetou, erdacht von Karl May. Noch heute begeistern uns die Filme, die Bücher und die Festspiele in Bad Segeberg und an weiteren Orten. Seit einiger Zeit prangert aber die Woke-Szene, die Szene der politisch stets Korrekten, eben diese Geschichten an. Der Vorwurf, Winnetou bediene Klischees. Weiße Nicht-Indianer würden sich die Kultur der amerikanischen Ureinwohner aneignen und so weiter und so fort. Doch wie stehen die Betroffenen selbst, die Ureinwohner Amerikas, zu diesem Thema? Bild ist im Eldorado Western Themenpark in Templin und fragt auch dort nach, wie sehen es die Darsteller, die ebenfalls indianischer Abstammung sind? Ich glaube, das ist eine ganz schöne Überreaktion. Dass der Verlag die Bücher vom Markt genommen hat. Warum? Das ist ein bisschen zu viel des Guten, finde ich. Das ist ja fast schon Publicity. Robert Packard vom Stamme der Sioux hat eine ganz klare Meinung. Ich bin auf Winnetous Seite. Ich unterstütze seine Geschichten komplett und bin ziemlich verärgert, dass man versucht, ihn quasi auszuradieren. Ich fühle mich überhaupt nicht diskriminiert. Ich sehe auch überhaupt nichts Diskriminierendes oder gar Rassistisches bei Winnetou. Ganz ehrlich, ich habe noch nie einen Indianer in Amerika getroffen, der Deutsch spricht. Die alle haben nicht mal was von Winnetou oder Karl May gehört. Nochmal, es geht unter anderem darum, dass die Geschichten Karl Mays ein verklärtes Bild der Kultur der Ureinwohner zeichnen und diese dadurch diskriminieren. Warum müssen wir alles, jede Person mit einem Etikett versehen? Amerikanische Ureinwohner, Deutsche oder alle diese geschlechtsspezifischen Etiketten, das braucht man doch gar nicht. Wir sind doch alles Menschen, leben alle auf derselben Erde. Es gibt keinen Grund für diese Einteilung. Fragt man also die Menschen, die es wirklich betrifft, scheint die Diskussion hinfällig. Vielleicht ist ja viel diskriminierender, wenn alle über etwas diskutieren und streiten, ohne die Meinung der wirklich Betroffenen einzuholen.